Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Ausgesprochen, wie diese Reihe ab jetzt heißt. In diesem Video möchte ich erklären, warum ich die sogenannte gendergerechte Sprache für vollkommen überflüssig halte. Ihr habt es sicherlich auch schon mitbekommen, seit dem Jahreswechsel hat das Gendern in vielen Medien eklatant zugenommen. In fast allen großen Printmedien findet man jetzt sehr interessante Formen. Also, in Texten stehen jetzt vermehrt Gendersternchen, Binnen-Is und andere vorgeblich geschlechtergerechte Schreibweisen. Das Allerbeste und aus meiner Sicht Allerlustigste ist jedoch, dass jetzt im Radio und im Fernsehen die Gendersternchen sogar mitgesprochen werden. Und das ist dann, wie ich finde, wirklich schon die Kür. Also beispielsweise wird gesagt, liebe ZuschauerInnen oder PolitikerInnen oder AutofahrerInnen und so weiter. Und aus meiner Sicht sind das absolut lächerliche, sperrige Formen, die sowohl beim geschriebenen als auch beim gesprochenen Wort zu Unkenntlichkeit führen und nur Verwirrung stiften. Und besonders nervig und bedenklich finde ich es allerdings, wenn anstelle des generischen Maskulinums, also der allgemeinen männlichen Form, einfach nur noch die weibliche Form verwendet wird. Denn das hat bei mir schon zu eklatanten Verständnisproblemen geführt. Denn normalerweise wird ja die männliche Form für Weiblein und Männlein verwendet. Und nur wenn man zeigen will, dass es sich nur um Frauen handelt, verwendet man die weibliche Form. Jetzt gibt es jedoch vermehrt Beiträge, die im Plural grundsätzlich nur die weibliche Form verwenden. Und da stolpere ich regelmäßig drüber. Ich lese so etwas wie Journalistinnen protestieren. Und ich denke mir, ha, okay, das ist wahrscheinlich etwas, das nur Frauen aufregt. Oder ich höre, Politikerinnen haben entschieden. Und ich glaube, dass es sich um ein weibliches Kabinett handelt. Aber nein. In Wahrheit war hier einfach nur ein besonders fortschrittlicher Journalist am Werk, der der Meinung war, aktiv gegen den allgemeinen Sprachgebrauch angehen zu müssen. Ich persönlich finde es sehr irritierend, wenn Medien eine Sprachweise forcieren, die nicht allgemein verstanden wird. Die Entscheidung, sich in Text- und Wortbeiträgen gegen das allgemeine Sprachverständnis zu richten, ist sowohl nutzerunfreundlich als auch überheblich und anmaßend. Als Journalist sollte man meiner Meinung nach den Anspruch haben, Sprache im Sinne einer bestmöglichen Verständlichkeit zu benutzen, anstatt sie künstlich zu verklausulieren. Und damit wären wir beim elitären Aspekt der Gendersprache, den ich ganz besonders unangenehm finde. Die sogenannte gendergerechte Sprache hat ja ihren Ursprung in der zweiten Welle des Feminismus, also des Feminismus der 60er und 70er Jahre. Für alle, die es nicht wissen, die erste Welle des Feminismus entstand im Kaiserreich, die dritte Welle dann in den 90ern und heute spricht man von der vierten Welle des Feminismus. Nun ist es egal, ob man den Feminismus gut oder schlecht findet, aber fest steht, dass er größtenteils von einer kleinen, intellektuellen und vor allem akademisch geprägten Gruppe von Frauen getragen wurde und damit die feministische Theorie auch nur von sehr wenigen gestaltet wird. Die angeblich universale Problematik der sprachlichen Sichtbarmachung der Frauen ist in Wahrheit ein absolutes Orchideenthema, das sich immer im Dreieck von Akademie, Politik und Medien abspielte. Mir ist nicht bekannt, dass derartige Einführungen von Sprachvorgaben jemals in einer breiten Öffentlichkeit ergebnisoffen diskutiert worden wären. Für die große Mehrheit der Menschen dürfte die Gendersprache in ihrem Alltag keine Rolle spielen. Trotzdem wird mit viel Aufwand und teilweise horrenden Summen die Anpassung der Sprache in öffentlichen Einrichtungen betrieben. Und da wären wir mal wieder an dem Punkt, worum geht's hier eigentlich? Wenn es wirklich darum ginge, ein Verständnis- oder Eindeutigkeitsproblem zu beheben, wie es von der gendergerechten Sprache immer proklamiert wird, dann hätten sich längst von den Sprachnutzern ausgehende Veränderungen der Sprache ergeben. Aber in der Alltagssprache haben wir doch keinerlei Probleme dabei zu unterscheiden, ob und inwiefern die Rede jetzt von Männern, von Frauen oder von beiden ist. Und falls es doch mal in der Kommunikation zu Missverständnissen kommt, gibt es genug sprachliche Mittel zur Präzisierung. Dazu brauchen wir nun wirklich keine Bedienungsanleitung von Sprachpolizisten.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr es liked, teilt und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt, sobald es ein neues Video von mir gibt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!